Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem T3 Campus. In dieser Folge wollen wir unser erstes Backend-Modul schreiben. Viel Spaß! Das Thema Backend-Module ist ziemlich komplex und ich möchte hier in diesem Video dir nur zeigen, wie du ein Backend-Modul registrieren kannst und dass du einen Start-Controller und eine Start-Template-Datei hast, mit dem du dann loslegen kannst. Vielleicht nochmal kurz wiederholt. Was ist ein Backend-Modul? Wenn wir ins Backend gehen, alles, was du hier siehst, sind Backend-Module, die jetzt vom Typ 3 Core sind. Und du kannst eben auch eigene Backend-Module schreiben. Ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel Backend-Modul geschrieben unterhalb von Admin Tools und es macht einfach diese Beispielausgabe. Und das werden wir jetzt einfach mal nachprogrammieren. Um ein Backend-Modul zu schreiben, muss man einige Schritte gehen. Deswegen werden wir das jetzt live auch machen, damit ich nichts vergesse und damit wir sehen, dass auch alles funktioniert. Die Dokumentation ist ein bisschen, weiß ich nicht, ich fand es jetzt ein bisschen verwirrend. Deswegen wollen wir jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen. Die Dokumentation startet hier, indem wir die Controller-Klasse brauchen. Hier steht nochmal ein Hinweis. Also du kannst XBase benutzen, um Modul zu schreiben, aber du kannst auch ohne XBase machen. Hier wollen wir es mit XBase machen. Dementsprechend brauchen wir einen Controller und eine Template-Datei, die dann Flute benutzt. Der Controller kommt dann halt dort rein, wo alle Controller reinkommen. Und muss dann irgendwie so aussehen. Das heißt, das kopieren wir uns schon mal und gehen in die IDE. Hier unter von Control-Order habe ich jetzt schon ein Example Backend Modul drin. Wir werden jetzt einfach einen neuen erstellen. Example 2 Backend Module Controller. Und er hat dann einen gewissen PHP-Code. Und zwar diesen hier, also zumindest steht der in der Dokumentation. Jetzt müssen wir noch den Klassennamen anpassen für unsere Zwecke. So, dieses Template, das lassen wir jetzt mal und wollen es mal so ein bisschen durchgehen. Wichtig ist hier diese Tag, das ist auch ein bisschen neu, glaube ich, seit Typo 3.12. Und der ersetzt die Registrierung dieses Backend-Controllers. Früher musste man ihn registrieren in ServiceYAML. Das kann man sich dann sparen, wenn man die Tags benutzt. Das wird dann automatisch als Backend-Controller registriert. Prima. Schauen wir mal, was wir als nächsten Schritt tun sollen. Also hier ist dieser ServiceYAML-Eintrag, den ich gerade erwähnt habe. Den können wir sparen, weil wir den Tag benutzen. Der Hinweis steht hier auch irgendwo. Nämlich hier. Wenn du Typo 3.11 benutzt, dann geht es natürlich noch nicht mit, weil das ein neues Feature von 12.1 ist. Wenn du 12.0 benutzt, geht es auch nicht. Also ich stelle sicher, dass du die neueste Version von 12 hast, was ja 12.4. irgendwas ist. In meinem Fall habe ich 12.4.3. So, und danach kann man sich schon eine Action-Funktion ausdenken, die man gedenkt zu benutzen. Also, wir gehen nochmal in den Code. Ich kopiere jetzt auch bei mir die Beispiel-Action-Funktion raus. Du siehst, hier habe ich auch gar nicht die Icon-Factory benutzt. Das ist jetzt nur, falls du es auch wirklich brauchst. Das heißt, um mein Minimum zu machen, lösche ich es auch immer weg. Damit wir wirklich nur den minimalen Setup haben. Und hier steht dann nochmal als Hinweis, dass wir diesen Namespace einbinden müssen für diese Klasse Response Interface. Das machen wir. Doppelpunkt. Genau. So, das ist jetzt unsere Action-Funktion. Die kannst du übernehmen, wie du willst. Die macht dann, was du immer möchtest. In diesem Fall wird einfach nur eine Variable Sammler gesetzt mit dem Wert SumContent. Hier kommt dann wichtig dein Code rein, der eben dein Backend-Modul erfüllen muss. Klassischerweise ist das ja der Start-Controller, die Start-Action-Funktion, die zeigt dann sowas wie ein Dashboard an. Was hier gemacht wird, es wird halt aus dem Request ein Modul-Template erstellt und dem müssen wir dann Inhalt zuweisen. Das ist einfach ein String-Wert. Wir benutzen halt Flute, deswegen nehmen wir die View, die automatisch instanziert wird. Die lassen wir rendern und die Template davon geht dann nach demselben Prinzip. Wir müssen im Resources Private Templates einen Ordner erstellen, der heißt, so wie unser Controller heißt. Und die Action-Funktion muss so heißen wie, also die Template-Datei muss so heißen wie die Action-Funktion. Ich kopiere jetzt einfach mal
meine, und die gibt eben Example Backend Modul aus. Ich kann jetzt einfach mal als Example 2 Backend Modul einfach hardcoded ausgeben. Hier steht dann der Flut-Teil, den du brauchst. Und damit haben wir erstmal den Controller abgeschlossen für unsere Zwecke. Jetzt sind wir eigentlich soweit mit unserem Controller fertig. Hier steht noch mehr, dass man Docket einbinden kann. Das wollen wir jetzt alles mal weglassen. Wir wollen jetzt einfach wirklich nur einen Controller registrieren und ein Tablet ausspucken. Alles andere, ja, kannst du dir dann selbst hier durchlesen und ausprobieren. Was wir jetzt noch machen müssen, wir haben zwar der Controller, zwar reicht, dass der Controller registriert wird, aber das Backend-Modul selber müssen wir noch registrieren und noch sagen, an welchen Positionen er erscheinen soll. Und hier gibt es dann diesen Abschnitt, Backend-Modul Configuration. Und hier muss man ab Version 12 in der folgenden Datei erstellen. In den Ordner Configuration Backend muss eine Datei stehen, die heißt modules.php. Und die enthält dann alle Backend-Module, die deine Extension einbindet, einfach als, in eine, einfach als Array, und das Array wird hier zurückgegeben. Ich spare mir jetzt die Kopie, weil ich habe ja schon sowas, weil ich das schon ein Beispiel Backend-Module geschrieben habe. Das heißt, wir schließen das. Gehen wir Configuration, Backend, Modules.php. Die Modules.php muss man nicht einbinden. Typo 3 weiß, dass es sie geben könnte und prüft, ob sie es gibt. Wenn ja, führt sie sie aus. Und hier steht dann ein solcher Block pro Backend-Modul. Das heißt, wir machen einfach einen weiteren Block. Hier müssen wir einen Bezeichner geben, der muss eindeutig sein. Text prinzipiell kannst du ausdenken. Ich habe jetzt einfach Name der Extension unterstrich Name des Backend-Moduls, ähnlich wie auch Frontend-Plugins ja benannt werden. Und dann gibt es eine Reihe von Parametern, die nicht alle sind hier Pflicht, aber das ist jetzt so meine Grundkonfiguration. Es muss ein Index, auf jeden Fall ein Index-Parent geben, denn der, dann das ist die Bezeichnung von, der, von dem Hauptmodul, unter dessen dieses Backend-Modul einsortiert werden muss. Und dann gibt es halt verschiedene Backend-Module im Typo 3 Backend. Es gibt halt Web, File, Site-Management, Admin-Tools, System, und hier oben gibt es auch nochmal User-Bereich, und theoretisch kannst du halt in allen diesen einfügen. Zum Beispiel könnten wir sagen, wir möchten jetzt unterhalb vom Web unser Backend-Modul haben. Dafür der entsprechende Wert ist dann hier auch Web tatsächlich. Dann kann man sagen, welche Position. Man kann hier entweder Top oder wie ich Bottom machen. Oder man kann Array machen, da heißt dann After und dann Feldname nach, von dem Modul, wo man halt danach eingefügt werden möchte. Ich bleibe hier einfach und baller das einfach als an Ende rein. Wenn du möchtest, dass dein Backend-Modul nicht für jeden sichtbar ist und es einstellbar sein soll für Benutzer oder Gruppe, dann gibst du hier Access User, Group ein oder halt nur User oder nur Group, je nachdem, wie du es brauchst. Du kannst auch sogar entscheiden, in welchem Workspace dein Backend-Modul gültig sein soll. In meinem Fall soll nur im Livespace das Backend-Modul da sein. Dann können wir hier den den Request-Pfad angeben. Das heißt, wenn unser Backend-Modul aufgerufen wird, wenn wir das jetzt mal im Backend anschauen, ändert sich ja die URL. Und wie die heißen soll, die kannst du selbst entscheiden. Die muss natürlich eindeutig sein, damit Typo 3 es wiederfinden kann. Deshalb Module, Tools. Ich schreibe jetzt der Tools Web rein, weil bei mir nach meinem Sinn war das halt Name des Parents und dann eben Name der Extension. Ich habe jetzt hier nur Unterstrich durch Minus ersetzt. Dann muss es eine Sprachdatei geben mit Labels, und die müssen wir dann noch erstellen. Die erstellst du einfach in Resources, also kannst du natürlich ablegen, wo du willst. Hier muss der Pfad drin sein, aber klassischerweise sind die Sprachdateien ja unter Resources Private Language. Da habe ich eine eigene Sprachdatei erstellt, local.lang.be, die kann heißen, wie sie will, muss halt nur eine Excel, also sollte eine XLF-Datei sein. Und dann muss es die Sprachkeys geben, also falls du sie brauchst natürlich. Die muss auch genauso heißen. Deswegen lasse ich jetzt einen Moment auf, damit du siehst, wie die heißen. Wichtig ist, dass du auf jeden Fall diesen hast, denn der steuert die Bezeichnung von dem Backend-Modul, das ausgegeben wird. Deswegen schreib, also damit ich jetzt nicht dieselbe Bezeichnung nehme,
wie für das erste. Ich mache jetzt eine neue Datei. Und hier muss dann wirklich für jede Dings eine physisch andere Datei sein. Das heißt, ich kann das hier alles wegmachen. Und das heißt jetzt zum Beispiel Example 2. So. Dann kommt Name der Extension, das ist mein Fall Basic Extension. Und dann kommt die Controller Actions. Ähnlich wie beim Frontend-Plugin musst du jetzt alle Controller und Action-Paare quasi auflisten, die du längst zu benutzen. Hier benutze ich eben nur einen. Und, die Action-Funktion, die wir haben, ist Example 2. Und hier muss natürlich Example 2 Backend-Modul-Controller sein. Genau. Dann kannst du noch ein Icon definieren. Hier kommt dann nur der Icon Identifier, den kannst du hier ausdecken. Du musst halt nur das Icon selber registrieren. Und das geht, indem du innerhalb von Configuration-Ordner eine Datei stellst, die heißt Icons.php. Hier siehst du schon, hier kannst du dann einen Schlüssel wählen, wie gesagt, frei wählbar. Dann musst du den Icon Provider auswählen. In diesem Fall nutze ich den For Awesome Icon Provider und muss da halt einen gültigen Wert hinterlegen, in meinem Fall halt TV. Ich lasse es jetzt auch, ich nutze einfach den selber Icon. Du kannst dann einfach auch weitere Einträge einfach machen, nach dem gleichen Schema. Wenn du wie ich For Awesome Icon Provider benutzen willst und du Turbo 3.12 bist, dann musst du diese Extension For Awesome Provider quasi manuell installieren. Wenn du Composer bist, reicht dieser Aufruf. Ansonsten musst du halt in die TER gehen und die das Ding selber runterladen und dann in Extension Manager installieren. Erst dann hast du Zugriff auf diesen Icon Provider. In der vorigen Version war das in Turbo 3 integriert. Und dann haben wir unser Modul fertig registriert. Das heißt, wenn wir jetzt ins Backend gehen, zur Sicherheit lösche ich mal alle Caches. Hier haben wir auch schon einen Fehler. Mal sehen, was wir falsch gemacht haben. Expect to find in the file while importing bla. Das heißt, irgendwas stimmt mit dem Klassennamen nicht oder Dateinamen unserer Controller-Klasse. Wir prüfen das. Hier ist der Controller, der heißt Example 2 Backend Modul. Ja, und hier habe ich einen Typo-Fehler. Beziehungsweise hier steht ja Modul, hier steht Module. Ich habe es im Folgenden bei der Registrierung sicherlich auch Module genannt, deswegen werde ich jetzt überall Module machen. Gucken wir mal bei Configuration Modules. Hier steht nämlich dann auch Module. So, mal sehen, ob wir alles erwischt haben. Ja, der Fehler ist nämlich hier im Namespace. Das kommt davon, wenn man copy-pastet. Der Namespace muss natürlich der sein. Also ich habe auch gar kein Namespace angegeben. Noch besser. Das muss natürlich angegeben werden, sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Nochmal. Cache-Löschen klappt jetzt. Sorry für das, aber das kommt davon, wenn man so viel copy-pastet. Und jetzt sehen wir innerhalb von dem Modul ein weiteres Backend-Modul, das heißt Example 2. Jetzt bekommen wir jetzt wieder die Meldung, dass irgendwie der Controller falsch ist. Das sollte natürlich nicht sein. Beziehungsweise, ihr seht, dass der Controller eine Controller-Interface-Klasse implementieren soll. Ist doch korrekt. Das habe ich irgendwie. Das stand jetzt nicht in der Dokumentation, weil es gibt auch eine Nicht-XBase-Variante. Aber ich möchte hier XBase benutzen. Das heißt, ich muss auch den Action, muss dann vom Action-Dings, vom Action-Controller ableiten. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt dürfen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie den Cache löschen. Example 2, Action does not exist in the controller. Vollkommen klar. Stimmt auch. Example 2. Hier hätte ich es auch Exempel belassen können, aber egal. So, nachdem ich einen Cache gelöscht habe, bekommen wir jetzt noch die Meldung, dass wir dass die Template-Datei nicht gefunden werden kann. Auch hier sicherlich die 2 vergessen irgendwo.
Resources, Private, Templates, Example 2, Backend Module, Example 2. So, jetzt haben wir alle Fehlermeldungen gefixt und wir sehen unser Backend-Modul. Du siehst auch automatisch, dass jedes Backend-Modul, das im Web, was dem Web zugeteilt ist, automatisch auch von dem Seitenbaum profitiert und du kannst auch im Controller dann auslesen, welche Seite gerade ausgewählt worden ist. Dabei möchte ich dieses einführende Video beenden. Spiel damit rum, registriere dein eigenes Backend-Modul und von da aus kannst du dich dann weiter vorarbeiten. Ein ausführliches Tutorial zu Backend-Module werde ich in meiner Typo 3 Online-Schule noch veröffentlichen. Das wird allerdings noch einige Zeit dauern. Solange musst du dich leider gedulden. Und ja, das war's für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir auch ein Like da und abonniere meinen Kanal. Und ich wünsche dir viel Spaß mit Typo 3.